Hallo und willkommen zum zweiten Paukast. Ich bin Iplash und wir haben eine neue Stimme mit an Bord und zwar... Mich. Mich ist gut. Soulchill ist mit am Start, ist ein guter Freund von uns und wir reden heute über Assassin's Creed Bloodlines für die PSP. Wie fandst du das Spiel? Ja, eigentlich war es relativ gut, aber kam ziemlich grau rüber. Also grafisch, ne? Ja, ja. Also überall graue Wände, es ist theoretisch wie Assassin's Creed 1 für PSP. Ja, also von Grafik her und so ist ja alles schön gut für die PSP, aber irgendwann wird das ziemlich nervig, wenn alles grau ist. Und die Atmosphäre, wie kam die rüber? Auch gut, aber... Ja, alles wäre Assassin's Creed 1, ne? Ja, also wer Assassin's Creed 1 kennt, wird sagen, ist ja eigentlich fast das Gleiche. Nur andere Story, aber die Städte sehen eigentlich fast gleich aus. Ja, es ist halt ein Assassin's Creed zum Mitnehmen und ist eine ganz spaßige Sache. Aber was ich sehr gelungen fand zum Beispiel, war die Steuerung. Ja, für PSP-Verhältnisse eigentlich relativ gut. Ja, man hat ja nur einen Stick und dafür, dass man nur einen Stick hat, fand ich die super. Ja, also mit der Kamera war auch alles in Ordnung. Ja, nur das mit dem Springen fand ich scheiße. Also dass man keine Sprungtaste hatte, sondern einfach nur gesprintet ist und der alleine gesprungen ist. Ja, und ja, man konnte nicht mehr seitwärts an Wänden herlaufen. War auch blöd an manchen Stellen. Das war auch schade. Ja. Und den Kampf, was kannst du zum Kampf sagen? Ja, beim Kampf, wie bei Teil 1 eigentlich, man hat die gleichen Waffen. Ist eigentlich auch das gleiche mit den Kombos gewesen, also... Zweimal blocken. Wenn einer auf dem Boden liegt, den konnte man dann einfach finishen und kontern und ausweichen. Man hatte dieselben Waffen und was man noch sagen sollte, ist, man hat alle Waffen direkt von Anfang an. Jo. Das war bei Teil 1 ja nicht so. Was ich auch blöd fand, man hat ja diese eine Waffe, die man erst am Ende des Kampfes sieht, dieses Artefakt. Aber man kann es auch nur dieses eine Mal benutzen und das auch nur in einem Cutscene. Oh ja, das fand ich auch schade. Ja. War bestimmt so geil, einfach mal rausziehen, slash, alle tot. Alle tot. Was kannst du zur Story, irgendwas sagen? Ja, auch ein bisschen wie Teil 1, du läufst zu diesen Verkündern oder kein Plan, ja, zu diesen Verbindungsleuten, die sagen dir, murkst den ab, läufst hin, bringst um. Ist eigentlich ziemlich eintönig, weil... Du musst einfach nur rumlaufen und Leute töten. Du musst nichts mehr klauen. Du musst keinen mehr ausspitzeln. Ja, das danach bringst du ihn auch direkt um. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also die hätten das ruhig so wie bei Assassin's Creed 2 machen sollen. Da hat man ja anstatt irgendwie 5 oder 6 verschiedene Missionstypen 18. Und das hätte ich mir für Assassin's Creed Bloodlines auch gewünscht. Ja. Wäre schon geil gewesen. Was mich auch aufgeregt hat, die Templer, die haben da ja auch so einen Assassinentypen. Nur, der läuft da weg, dann sagst du, sagt der Typ, läufst dem hinterher, dann ist der weg. Und nachher weiß man auch nicht mehr, was aus dem wird. Ja, das sind alles so Cliffhanger, also zu Ende erzählte Geschichten, die einem irgendwann auf den Sack gehen und ich verstehe auch, wenn irgendeiner mitten im Spiel sagt, dass er keinen Bock mehr hat. Ja. Was kann man sonst noch sagen? Wie war eigentlich der Spielspaß für dich so? Ja, Spielspaß am Anfang direkt eigentlich. Ja, Bombe, geiles Spiel. Später ist eigentlich immer das Gleiche, irgendwann hat man keinen Bock mehr. Also am Anfang super geil und am Ende legt sich das. Ja. Genau dasselbe war auch bei mir. Was gibt's sonst noch zu sagen? Irgendwelche Zusatzteile? Wie fandst du zum Beispiel das mit den, obwohl das gab's doch schon in Teil 1, das mit den Bettlern oder so befreien, mit den Menschen, die da... Ja, schon, aber... War nicht allzu große Abwechslung. Ja. Was ich auch blöd war, das mit den, überhaupt mit den Personen, die da überall rumdackeln. Mal spricht eine Frau und dann kommt eine Männerstimme. Manchmal, du tust gar nichts und dann sagt er, hat der es eilig. Bringt eigentlich nicht. Aber sonst eigentlich gut. Ja, und dann gibt's noch einen kleinen Punkt, den ich bemäkeln würde, der auch bei Teil 1 so dumm war. Wenn eine Wache einen sieht, dann kommt direkt dieses dumme Geräusch,
das einem signalisiert, dass die Wache in der Nähe ist. Und das regt mich voll auf. Das zwingt mich immer dazu, die Wache entweder direkt zu plätten oder irgendwie auf Gebäude zu klettern, weil mich regt das Geräusch voll auf. Ja, also, ich finde eigentlich nicht so schlimm. Ich achte da eigentlich gar nicht richtig drauf. Was ich kacke fand, da sind diese stundenlangen Missionen. Du bringst die bis zum Ende, dann sieht eine Wache dich, alles neu machen. Das hat mich total abgepackt. Ja, das Problem hatte ich auch. Und, gibt's eigentlich noch was zu sagen zum Spiel? Also, ich kann nur sagen, unsere Bewertung, unsere Powerblock-Bewertung ist 77%. Ganz einfach aus den vielen Kontragründen, die wir eben alle genannt haben. Es waren auch ein paar Pros. Ist halt Assassin's Creed für einen Handheld. Macht auch Spaß, aber stumpft sich irgendwann ab. Kannst du noch irgendwas hinzufügen? Nö, eigentlich nicht. Alles klar. Das war der 4. Powcast und ich bin Eplash. Ich bin Social. Und wir hören uns das nächste Mal hoffentlich beim Uncharted 2 Powcast. Und tschüss. Ciao.